Wir freuen uns immer, wenn wir den Heinz bei uns haben. Meidling ist ja sozusagen rechnerisch der Mittelpunkt von Wien. 11 Bezirke kommen vor Meidling und weitere 11 Bezirke kommen danach. Also genial, wenn der Bürgermeister der Herzen bei uns ist. Hallo, servus. Servus. Tauschen wir die Politiker aus, bevor diese das Volk austauschen, liebe Freunde. Das muss endlich auch das Bewusstsein erreichen. Das ist ein Prozess, der seit Jahrzehnten stattfindet, wo Politiker nicht mehr die Interessen der eigenen Bevölkerung im Mittelpunkt haben. Und ich halte bewusst fest, Anstand und Charakter ist keine Frage von Herkunft und Kultur. Viele Menschen, die zu uns zugewandert sind nach Österreich, hochanständige Menschen, fleißige Menschen, die integrieren sich, die haben die deutsche Staatssprache erlernt, die arbeiten fleißig, zahlen Steuern, die sind nicht kriminell, die halten sich an die Gesetze und die stehen zu ihrer neuen Heimat Österreich, die stehen auf unserer Seite, liebe Freunde, die wollen auch keine Islamisierung Europas. Alleine kann ich gar nichts verändern. Wir gemeinsam können alles verändern. Helft's mit am 11. Oktober aus Liebe zu unserer Heimatstadt Wien, damit wir für unsere Kinder und Kindeskinder eine wirkliche sozial gerechte Zukunft schaffen, wo wir in Wahrheit nicht Angst haben müssen, auf die Straßen zu gehen. Ja, heute wieder eine unglaubliche Stimmung auf der Meidlinger Hauptstraße erlebt. Ein Zustrom und Menschenzulauf, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt habe, auch hier. Weil das aufzeigt einerseits das Interesse der Menschen, auf der anderen Seite aber auch ihre berechtigte Empörung über politische Fehlentwicklungen. Jetzt fahre ich weiter nach Hotterkring. Ja. Schauen wir dort, ja, da werden wir dem Herrn Häupl auf den Zahn fühlen.